Heute habe ich euch eure Religion vervollständigt. Und ich bin zufrieden mit dieser Religion, sagt Allah Azza wa Jal. Bedeutet, wie Imam Malik Rahmatullah alayhi sagte, einer der größten Gelehrten, basierend auf dieser Ayah, مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينَ لَا يَكُنْ لَا يَكُنْ الْيَوْمَ دِينَ لَا يَكُنْ الْيَوْمَ دِينَ. Was damals Religion war, ist heute Religion. Das heißt, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba gelebt hat, das war damals, das war Religion und ist heute noch Religion. Aber was damals keine Religion war, Schia, Sufis, Ahbash, die kamen alle was? Hä? Nach dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Was damals keine Religion war, ist auch heute keine Religion. Ein Satz, wenn du ihn verstehst, tätowiere ihn in dein Herzen. Wallahi, du wirst so viele Probleme von deinem Rücken schaffen. Es gab einmal eine Sendung, da sollten die Schia mit den Sunniten diskutieren. Die Gelehrten. Und wallahi, unsere Gelehrten haben nicht im Gesicht, während diese, walayyadu billah, irregegangenen, hä? Was für Gesichter haben? Schwarze Gesichter. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً. Und am Tage der Auferstehung siehst du diejenigen, die über Allah gelogen haben, dass ihre Gesichter schwarz. Die Menschen werden sie erkennen an ihren schwarzen Gesichtern, dass das nichts anderes als Lügner waren. Dann sagen sie, أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Darum der Fluch Allahs über die Ungerechten. Denn ein Lügner ist ein Ungerechter. Subhanallah. Es sollte eine Fernsehsendung stattfinden zwischen den Schia und den Sunniten. Und einer von den Schuyuch, er kam später von den Sunniten. Dann hat sich der Moderator aufgeregt. Er sagt, warum hast du dich so verspätet? Er sagt, ich habe meine Schuhe jetzt mitgenommen, hier rein in das Studio, weil in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben die Schia immer von den Moscheen die Schuhe geklaut. Daraufhin sagte einer der Schia, er sagt, du lügst! In der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es keine Schia. Er sagte, dann hat sich die Diskussion erledigt. Schaut mal. Was damals keine Religion war, ist auch... Verstanden? Was damals keine Religion war, ist auch heute. Wenn du, wallahi, deine Religion lernst mit einem Satz, demolierst du alle Gruppierungen und Parteien. Möge Allah uns immer auf der Wahrheit befestigen.